Es ist schön, hier in Niedersachsen zu sein. Ich bin gerne und oft hier. Dass das heute unter einem etwas anderen Vorzeichen stand, wenn man anreist und dann eine Nachricht bekommt, wie die, die wir heute aus Thüringen bekommen haben, können Sie sich vorstellen. Ich finde, dass der Vorgang in Erfurt schockierend war für mich. Es ist ein Dammbruch. Ein Dammbruch, so bezeichnet der SPD-Bundesparteivorsitzende Norbert Walter Borjans die Ernennung Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Im dritten Wahlgang war der FDP-Politiker mit Stimmen der CDU und der AfD ins Amt gehoben worden. Dabei haben in Thüringen gerade mal 5% der WählerInnen für die FDP gestimmt. Und alle hatten im Vorfeld erklärt, keine gemeinsame Sache mit der AfD machen zu wollen. Jetzt also doch. In ganz Deutschland sind aus diesem Anlass breite Bündnisse zu Mahnwachen zusammengekommen. So auch in Hannover. Also ich bin heute hier spontan hierher gekommen, weil ich das eine ganz, ganz ernste Angelegenheit ansehe, die unsere Demokratie wirklich in seinem Fundament irgendwie wirklich erschüttert. Und weil ich es nicht ertrage, dass hier irgendwelche Leute zum Ministerpräsidenten gewählt werden, und das von irgendwelchen Faschisten. Ja, das ist ein Tabubruch, also ein No-Go, dass sich ein Ministerpräsident mit den Stimmen einer offen rassistisch und fremdenfeindlichen Partei um den Faschisten Höcke zum Ministerpräsidenten wählen lässt. Früher gab es diesen Grundkonsens, also bis heute quasi, des Antifaschismus in der Bundesrepublik. Und der ist heute durch CDU und FDP in Thüringen aufgekündigt worden. Eine Partei, die gerade so in den Landtag gekommen ist mit 5%, die kann nicht gestalten, die hat keine Hausmacht. Die CDU fordert Neuwahlen. Für mich wäre das auch die einzige Konsequenz, dass es jetzt Neuwahlen gibt. Weil es ist keine Mehrheit da, es kann nicht gestaltet werden, es wird auch keine Mehrheit geben. Ich hoffe, die CDU wacht auf, dass sie nicht weiter mit der AfD auch noch Gesetze durchbringen, weil das wäre endgültig der Dammbruch und würde den Weg für die extremen Rechten zur Macht ebnen. Wir werden sehr gespannt abwarten, wie sich FDP und CDU jetzt weiter in den nächsten Tagen verhalten werden. Die Antworten heute fand ich nicht befriedigend. Das wird man sehr genau hingucken müssen. Ich erwarte eine deutliche Distanzierung von dem, was in Thüringen passiert ist, und ich erwarte, dass der FDP-Kandidat sein Amt zurückgibt. Heute, am Tag nach der Wahl, hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sich geäußert. Der Vorgang der Wahl sei unverzeihlich und müsse rückgängig gemacht werden. Die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag hat am Mittag entschieden, das Parlament aufzulösen. Thomas Kemmerich ist zurückgetreten.